Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch 2 Stunden Zeit für ein durchaus wichtiges Thema. Das mache ich, Herr Kollege. Die Realität hält immer wieder Überraschungen bereit, aber so wird es zumindest im politischen Geschäft nicht langweilig. Wir wollen mit unserem heutigen Antrag dem Missbrauch vorbeugen, dass eine Pro-Bono-Tätigkeit fürs Land unlauter zur Anbahnung geschäftlicher Kontakte ausgenutzt wird. Also folgende Konstellation. Man kennt sich bereits aus der Pro-Bono-Tätigkeit und der spätere Auftragnehmer hat es im besten Fall geschafft, den späteren Auftraggeber, das Land Berlin, von seiner herausragenden Kompetenz zu überzeugen. Und der spätere Auftraggeber, also das Land Berlin, stützt dann das Absehen vom förmlichen Vergabeverfahren genau auf diese herausragende Kompetenz. Wer den Vergabevermerk in Sachen McKinsey und Masterplan Integration einmal gelesen hat, wird dieses Muster darin unschwer wiedererkennen. Wir wollen nun mit unserem heutigen Antrag Pro-Bono-Tätigkeiten für das Land Berlin keineswegs verteufeln, sondern wir begrüßen durchaus diese Form des bürgerschaftlichen Engagements, solange es eben auf dieser Ebene bleibt und gerade nicht zur unlauteren Geschäftsanbahnung genutzt wird. Es geht uns also darum, im Verfahren Fairness für alle Anbieterinnen und Anbieter zu gewährleisten. Und genau diese Fairness ist eben nicht gegeben, wenn man durch die Pro-Bono-Tätigkeit, die ja zum Teil solche Ausmaße hat, dass die Mitarbeiter ein Büro in der Verwaltung bekommen, dann natürlich auch Verwaltungsabläufe dort kennenlernen, auch die Mitarbeiter der Verwaltung kennenlernen, für die sie womöglich später geschäftlich arbeiten wollen und dann auch schon mal wissen, wer denn da eigentlich der Richtige ist, den man da ansprechen muss. Dadurch erlangen diejenigen, die das machen, einen Wissensvorsprung gegenüber all jenen Anbietern von solchen Dienstleistungen, die diese ganzen Vorkenntnisse nicht haben, die eben nicht durch die Verwaltung laufen und schon wissen, wen man gezielt anzusprechen hat und die dann auch nicht so passgenau, wenn man die Verwaltungsabläufe kennt, kann man eben passgenaue Angebote entwickeln, besser als Außenstehende. Und genau um dem vorzubeugen, um diese Schieflage im Vergabeverfahren auszuschließen, wollen wir zukünftig mit unserem Antrag freihändige Vergaben nach vorheriger Pro-Bono-Tätigkeit ausschließen. Vielleicht auch noch mal zur Klarstellung, was das alles mit McKinsey und Die Welt zu tun hat. Das geht ja munter durcheinander. Herr Schneider hat ja gestern im Hauptausschuss behauptet, Herr Die Welt habe pro bono für das Land Berlin zunächst gearbeitet. Das ist mir bisher nicht so bekannt gewesen. Ich verstehe auch, Herr Schneider, dass man da mal durcheinander kommen kann, welcher Sozialdemokrat oder Ex-Sozialdemokrat für wen gerade in welcher Verwaltung mit Vertrag oder pro bono Vertrag und für Geld arbeitet. Dafür habe ich alles Verständnis. Und vielleicht machen Sie es so wie Herr Böning gestern im Hauptausschuss. Herr Böning hatte gestern im Hauptausschuss ja so ein Einflüsterer neben sich sitzen und bei jeder kritischen Frage, die dann gestellt wurde, hat der Einflüsterer ihm irgendwas eingeflüstert, der wusste offenbar, wie es war und dann hat Herr Böning das dann repetiert. Auch ein interessanter Umgang, wenn hier die politisch Verantwortlichen im Ausschuss mal Stellung nehmen sollen, dass sie sich solcher Einflüsterer bedienen, aber das ist immerhin besser, als wenn Sie, Herr Schneider, alles mit allem durcheinander bringen und alles mit allem vermengen. Vielleicht noch mal zur Klarstellung, Herr Die Welt hat nach unserer Kenntnis, nach dem, was wir bisher wissen, niemals pro bono gearbeitet. Der hat immer Geld für seine Tätigkeit bekommen. Allerdings hat McKinsey zunächst pro bono gearbeitet, mit Büro in der Verwaltung, Stichwort, wie machen wir das Lageso arbeitsfähig, und hat dann im Januar, der schriftliche Vertrag ist im März geschlossen worden, einen relativ voluminösen Vertrag, knapp unterhalb den Schwellenwerten der EU, erhalten und hat in Erfüllung dieses Vertrages dann Herrn Die Welt eingesetzt. Also Herr Die Welt hat keine Pro-Bono-Tätigkeit gemacht und hat auch nichts irgendwie da missbraucht oder ähnliches. Ich glaube, der gestatten Kollege, Sie, Schneider, genau, gestatten Sie eine Kollege Schneider wollte das noch mal klarstellen, wer für wen denn nun Pro-Bono gearbeitet hat. Er wollte Ihnen, glaube ich, eine Frage stellen, was bitte, anderes wäre nicht zulässig. Bitte schön, Herr Kollege Schneider.
Naja, die Einflüsterung hat uns inspiriert. Und da hat mir Kollege Zimmermann eingeflüstert. Ich würde Sie mal fragen, weil, ob die Taz das pro bono geschrieben hat. Voll daneben statt volles Programm. Haben Sie das heute schon gelesen, Herr Kollege, was Sie von Ihrem Antrag halten? Na, habe ich selbstverständlich mit großem Interesse gelesen und habe mich auch darüber gefreut, dass die Taz zur Kenntnis nimmt, was wir hier so machen in diesem Haus. Ich würde mir wünschen, wäre eine andere Zeitung, dass auch in dieser, Ausführlichkeit würdigen, aber Kollege Schneider, das flüstere ich Ihnen jetzt ein, bevor Sie das glauben, was da angedeutet ist. Wir wollen mit unserem Antrag der Caritas, das hat ja die Taz heute in dem Kommentar suggeriert, wir wollen in unserem Antrag der Caritas nicht verbieten, dass sie bisher freiwillige Flüchtlingshelfer jetzt einstellt. Wir können der Caritas das auch überhaupt nicht verbieten als Landesparlament, das ist auch gut so. Und deswegen geht es hier um eine völlig andere Konstellation als das, was Herr Alberti zum Anlass genommen hat, um das zu kritisieren. Das wäre kritikwürdig, was er da unterstellt hat. Wir würden der Caritas das verwehren. Wir wollen Klarheit im Vergabeverfahren. Bei allem Verständnis, dass es im Herbst an der einen oder anderen Stelle, als die Flüchtlinge vorm Lagese standen, ein bisschen schneller gehen musste. Der Umstand, über den wir jetzt hier reden, hat aber wenig damit zu tun, außer dass McKinsey sich da schon mal rangewanzt hat an die öffentliche Verwaltung. Ich will Sie jetzt nicht zum Zwiegespräch ausarten lassen, aber ich habe es auch gar nicht verstanden. Wenn Sie mir einflüstern wollen, müssen Sie vielleicht näher rankommen. Wie gesagt, gestern bei Herrn Bündig, der saß unmittelbar daneben. Aber wir wollen zum ernsten Kern zurückkommen. Wir wollen, dass im Land Berlin Vergabeverfahren, Beratungsdienstleistungen ordentlich ablaufen und dass alle Bewerber auf dem Markt fair behandelt werden und alle die gleichen Startchancen haben. Darum geht es. Wir wollen ausschließen, dass sich jemand sozusagen über die Überholspur schon mal dann einen Startvorteil verschafft und darüber dann der öffentlichen Hand erzählt, was er alles für tolle Leistungen anbietet und dann die öffentliche Hand das Absehen vom normalen förmlichen Vergabeverfahren damit begründet, dass ja derjenige der Einzige sei, der es könnte, weil er ihm das vorher eingeflüstert hat. Darum der Antrag und darum in Zukunft Fairness bei den Vergabeverfahren im Lande Berlin. Und das wollen wir erreichen. Dankeschön.